müssen wir mal noch überlegen, was ich da hinten gleich mache. Oh nein. Ja, scheinbar gar nichts. Sketchy soll er sein? Ja! Ja, ich darf jemanden grüßen. Auf Grüß jetzt! Ich grüße Patrick, seine Mutter. Also Patrick. Hi. Okay, perfekt. Machen Sie diesen Ding. Dings, also Tilbe, ja. Beim Hochfahren. What the hell? Viewmoin. Also so wie du mich fast umgefahren hast, da kommst du auf jeden Fall rein. Grüß euch und herzlich willkommen in Gensingen. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Skatepark gesehen, der wirklich so sketchy ist und kaputt ist. In einem. Hier auch einfach irgend so ein Metallteil hier. Also immer wenn du hier drauf fährst, ist es wie als würdest du hier einsinken. Wild. Ich kenne den Park halt noch von früher. Da stand hier eine Halfpipe. Da sieht man vielleicht noch so die Umrandungen. Und scheinbar ganz früher war hier auch noch irgendeine Box oder was auch immer. Man sieht jetzt auf jeden Fall nicht mehr viel davon, außer irgendwelche komischen Platten, die da übelst im Weg sind. Außerdem, da hinten die Quarter sieht vielleicht ganz geil aus, aber die drückt dich so übelst rein. Und die rechte, da sind irgendwelche Löcher drin, da will ich gar nicht fahren. Auf jeden Fall der sketchigste Skatepark in meiner Nähe. Das kann man auf jeden Fall sagen. Nichtsdestotrotz kann man es ja irgendwie trotzdem fahren. So ist es ja nicht. Was soll denn das hier? Mitten vor der Quarter. Und dann noch hier dieses... Kein Kommentar. Aber gut. Ich würde es mir eigentlich auf jeden Fall wünschen für die Locals, dass die hier wirklich mal was Richtiges hinbekommen. Ich blende mal ein paar alte Bilder ein von früher. Also ich frage mich, was ist das denn bitte? Also irgendwie... Die Locals hatten hier jetzt noch nie so richtig einfach... Baut doch mal hier was Ordentliches hin. Dann wird es auch mal genutzt. Ich bin hier ganz allein. Bei bestem Wetter. Aber nichtsdestotrotz. Lass jetzt erstmal eine Runde fahren. Ich fahre jetzt hier erstmal diese kleine Minibox. Gucken, ob man es grinden kann. Let's go. Alter. Junge. Ich werde es jetzt auch extra nicht einwachsen, weil das muss einfach so sein hier in dem Park. Okay, komm, der dritte ist es. Alter! Junge! Oh, Replay! Wie habe ich diesen Barspin noch gefangen, Junge? Okay. Alter, von diesem Feeble Grind habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal die Schnauze voll. Und 80 Bar runter. Yes. First try. Okay. Ihr wisst ja, Fakie und so, ne? Das ist ja so... mein Ding. Also machen wir jetzt erstmal ein Fakie komplett hier durch. Über die Metallplatte. Jawohl. Oh nein! Oh, falsch abgebogen. Nein. Ich muss mir mal noch überlegen, was ich da hinten gleich mache. Oh nein. Ja, scheinbar gar nichts. Ich mache dann auf jeden Fall einen Heelwhip. Yes! Ah, oh, nein! Oh, Junge, ich bin ja fast dahin geflogen. Yes! Oh, dass hier noch kein Loch drin ist, das wundert mich. Vor allen Dingen hier wieder diese Kante. Alter,
Ein Pry würde ich ja trotzdem machen. Mit Rebound-Effekt. So ein bisschen gefällt mir die Quarter ja dann doch. Verdammt. Nicht ganz so sketchy wie gedacht. Jetzt fahre ich aber mal dieses Metallteil. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ja, aktuell bin ich so ein bisschen dran, so ein paar 50-50-Tricks zu machen und dann so Barspin rein, Tailwhip rein. Ich muss sagen, diese Quarter ist von der Steile her eigentlich perfekt, um mal so ein paar Sachen zu machen. Ich habe die halt nie wirklich gemacht, deswegen bin ich die gerade so ein bisschen am Lernen, damit die dann auch bei größeren Rampen gehen, zum Beispiel die dahinter. Deswegen erstmal Tailwhip. Okay, Barspin direkt hinterher. Oh nee. Nice. Okay, als nächstes Tailwhip to 50-50. Ah, fast. Ja, der war er. Nein! Das macht ja mein Kollege von vorhin da hinten auf dem Karussell mit dem Fahrrad. Okay, komm, jetzt ist er's. Jetzt ist er's. Verdammt. Wie geil wäre das eigentlich, wenn ich den schaffe und direkt Barspin reinmache? Oh, yes. Nein, aber er war auf jeden Fall schon mal. Der Barspin fehlt noch. Zählt der? So richtig zählt er nicht. Ich glaube, das war erst ein Feeble und dann ein 50. Das ist halt immer so das Ding, wenn du den nicht kannst, dann sieht das immer so, Aber dann hast du einmal gestanden und auf einmal, oh, ist ja easy. Also komm, let's go. Nee. Geht doch, der zählt. Der zählt. Ach, Nulearn im Nulearn. Perfekt. Gut. Was ist denn eigentlich damit? Naja, gut, das war ja zu erwarten. Mir schwant Böses. Oh Gott. Oh nee. Oh, wohl. Das Ende ist okay. Let's go. Und ich bleibe auf jeden Fall dabei. Hier wird nichts gewachst. Das muss alles so sketchy bleiben. Gut. So langsam wird es dunkel. Die Sonne ist schon lange untergegangen. Flyout-Tricks. Zumindest bis hierhin. Ah, oh, dieses Flyout. Alter. Ich habe so das Gefühl, ich krache hier gleich ein. Boah, sehr gefühlt jedes Lost Place safer. Doch recht viel Spaß gehabt hier heute. Überraschend gut, muss ich sagen. Ich mache jetzt los. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und wenn ich das nächste Mal hier bin, mal gucken, vielleicht hat sich dann wieder was verändert. Schauen wir mal. Also schön, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und bis zum nächsten Abenteuer.